So, Kopfsalat. In 30 Sekunden. Sehr gut. Dam, da, dam, dam, dam. So, der ist reif. Wieder 25. Yes. Sehr schön. Das platzieren wir jetzt woanders hin. Nämlich genau hier hin. Zack. Und wir werden jetzt auch mehr davon machen. Zumindest schauen wir, dass wir das machen können. Tierkot brauche ich unbedingt. Holzbretter brauchen wir auch. Das heißt, wir produzieren gleich mal Holzbretter. Und wir gehen gleich mal Tierkot sammeln. Und ich glaube, ich muss Dünger auch kaufen. Mehr Dünger kaufen. Wenn ich jetzt gleich mehr. Warum kommen die Dinger ständig in mein Inventar? Aber wahrscheinlich, weil ich die aus den Kisten ziehe, oder? Wenn ich eine Maschine betätige. Nehme ich mal an. So. Wir sind auf Kotsuche. Ah ja, ich habe einen Stein abgebaut. Stimmt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Schon wieder vergessen. Ich habe ja auch eigentlich nichts mit Stein gemacht, deswegen ja. Also, dass ich irgendwie Kupfer jetzt auf einmal vergiss meine Logik. Ich habe aus der Kacke Samen bekommen. Stimmt. Bambus-Papayas-Samen. Stimmt. Ich hätte mich dann in 5 Minuten wieder gefragt, was habe ich hier überhaupt bekommen jetzt? Ah, ich glaube, ich werde nicht mehr lange machen. Ich bin schon ein wenig müde. Meine Aufmerksamkeitsspanne, die ist schon ein bisschen. Jo. Aber auch nicht schlecht. Aber eigentlich auch realistisch. Das ist in echt auch so. So, wenn wir schon hier sind, kaufen gleich mal ein bisschen mehr Dünger. Kein Plan, ich durchstöbere nie Tierkacker. Es gibt so ein paar Sachen, die manche Tiere nicht verdauen können. Da kommt das einfach durch. Kaufen wir mal 50 Stück oder so. So soll's eigentlich reichen. War hier noch genug. Oh, muss ein Bekannter von Emily werden, um eintreten zu können. Also echt wie. So ähnlich wie in Stardew Valley. Finde ich cool. Und hier haben wir wieder eine Quest. Von irgendwem. Ah, ich sehe die. Ah, die Sophie ist das. Sophie's Oh, good Korb. day. Are you all right, ma'am?
I'm sorry, I'm getting forgetful in my old age. I must have misplaced my basket somewhere in town, but I don't know where to look. Keine Sorge. Can you help me? Ich bin auch schon vergessen. Und das in meinem jungen Alter. Don't worry, ma'am. I'll find it for you. Where were you last? That's very kind of you. I was delivering some milk to the Porsche school. I probably left it there. Bei der Schule? Welche Schule? Also meint nicht die Baumschule, oder? Ah, hier, Portias Schule, hier. Hier ist es. Ich wollte eigentlich Tiercode suchen. Aber leider. Lee! Pinky! Hi, Pinky! Have you seen a basket around here? You mean Granny Sophie's basket? Yeah, it was right... Oh, where did it go? Ja. Toby hat ihn gerade aufs Dach geworfen. Was? He said he was really strong. Ich habe ihn dazu angestachelt. Was, Toby? Tut mir leid, aber du wirst einen Weg aufs Dach finden müssen. Ja gut. Das war ja jetzt nicht so. Easy peasy, würde ich sagen. Oh, Schaden. Was hier noch so schön ist, gibt buntes Fell. Und mal hier einen auf Assassin's Creed. Ah, schon ein nettes Städtchen hier. So, dann rennen wir wieder zur Sophie. Hier oben ist auch eine Truhe, aber ich habe keine Ahnung, wie man da dran kommt. Müssen wir noch schauen. Auch dieses Rätsel werden wir lüften. Irgendwann mal. Hallo. My basket. I can't thank you enough. My basket. Sehr schön. Goals gab's auch. 35. Perfekt. Und noch eine Quest. Wassertank. Ui. I think we might have a commission for you. We're in need of a water tank at my farm. Can you make one for me? In return, I'll give you my pumpkin pie. Ich hoffe, ich kann ihn bauen. Ich habe nicht geschaut, was ich dafür brauche, für einen Wassertank. Ich hoffe, ich kann ihn bauen. Ich habe ja selbst nicht mal noch einen.
So, müssen wir schauen jetzt. Ein Wassertank. Holzbrett, Steinziegel. Ja, das geht klar. Das geht voll klar. So, Steinziegel noch. Den muss ich aber diesmal rausziehen hier. Also auf dem Montage Plateau, da muss ich die Dinger rausholen, um es drauf zu platzieren. So, da geht das leider nicht. So und so. Da haben wir. Ist er jetzt im Inventar? Ja. Perfekt. Warte mal. Was steht denn da? Wasseraufbewahrung verwendet, nicht zu verwechseln mit einem Aquarium. Was? Boah, dafür würde man 113 Golds bekommen. Das ist eine gute Einnahmequelle. Das ist eine gute Einnahmequelle. Die ganze Zeit einen Wassertank baut. Weil so viel ist da jetzt auch nicht dran. Now this is a nice water tank. You're very skilled. Here's my pumpkin pie. Yay, pumpkin pie. Kürbistorte. Lecker. Ich bin kein Kürbis-Fan. Nur mal so nebenbei. Aber Ausdauer, das ist... Also in-game bin ich ein Fan. Der Buff ist nicht schlecht. In-game bin ich auf jeden Fall ein Fan. Da-da-da-da. So, das arbeitet noch. Und, na, da wollte ich nicht hin. Hier nochmal. Können wir noch einen bauen. Sehr schön. Dann bauen wir noch zwei und dann haben wir genug. Sechs Stück sollten erstmal reichen. Für den Anfang. Ich möchte auch noch nichts einpflanzen. Wobei, eigentlich können wir das schon machen. Eigentlich können wir das schon machen. Weil die haben eh unterschiedliche Zeiten. So, das ist aber Sommer. Ja, das ist noch nicht Sommer. Das wäre fail. Ich kann es nicht lesen, Niklas. Es tut mir leid. Du weißt warum, wenn du was Französisches schreibst. Regel 2. Es ist falsch, Franzose zu sein. Es tut mir wirklich leid. Ich kann es nicht lesen. Bonsoir. Jésus de retour. Keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Aber ich denke mal, du bist wieder da. Also, willkommen zurück. Ich kombiniere. Da, 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 da. Ich bin am Überlegen, ob ich noch
weitere Truhen aufbauen soll. Überhaupt für die Gärten draußen. Also für die Pflanzen. Dass ich da eventuell auch noch ein paar Truhen aufstelle. Vielleicht hier so. Da haben wir dann das Dünger und so weiter rein. Da müssen wir nicht immer rein und raus. Und die Samen kann ich hier auch aufbewahren. Ah, du warst, dein Internet war weg. Ja, ich habe ein bisschen was gesagt dazu. Aber macht nichts, hast nichts verpasst. Gut. Machen wir mal eine Holzkiste. Schauen wir, ob die dann reichen wird. Obwohl. Wir bauen noch eine Holzkiste. Die Samen hin. Ich kann's nicht lesen, Niklas. Er übertreibt jetzt komplett mit seinen Französischkenntnissen. Die Kenntnisse kannst du dir schenken. Ich kann's einfach nicht lesen. Französisch geht nicht. Ich hab's leider nie gelernt. Leider. Ich bin sowieso nicht so der Fan von der Sprache, aber... Ja. So, Samen, genau. Das wollte ich. Hier können wir es dann auch schön aufreihen, eigentlich. Hier, Frühling. Ja, sehr schön. Alle Jahreszeiten, wunderbar. Einer geht sich noch aus. Eigentlich hätte ich es auch draußen lassen können gleich. Werden wir nämlich einpflanzen. Zack. Zack. Zack.
So, jetzt noch schön Dünger. Dünger drauf. Ja, Baumwolle braucht ein bisschen länger. Dabdi-dabdi-du. So. Dann haben wir das auch. Wunderbar, wunderbar. Irgendwie hat der Tag zu wenige Stunden in diesem Spiel. Es gibt so unglaublich viel zu tun. Da sagst du was. Aber ich finde es ganz okay. Also die Stundenanzahl ist ganz okay. Ist ganz okay. Aber man gewöhnt sich dran. Aber ab und zu denkt man sich schon, was? Zeit schon wieder um? Was ist da los? So viel Dünger, wie du gibst. Gibt das ja Atomgemüse. Sehr schön. So will ich das. So muss das. Geht eine Stunde, eine Minute? Ja. Ungefähr, ja. Stimmt. Obwohl, na, es geht schneller. Wenn du 21, ja, das ist 21, 21, na, das ist schneller als eine Sekunde. Ich glaube, es sind 10 Minuten. Also ein Tag ist, glaube ich, 10 Minuten ungefähr. Bau, bau, bau. Ich meine, wann steht man auf? Ich glaube um 7, um 8, irgendwie sowas. Und um 2 bist dann meistens im Bett. Warte mal, wir werden sie gleich sehen. Ich habe gar nicht geschaut, wann man aufsteht. War irgendwie so 7, 8 Uhr. Schlafen. Aufstehen. Ja, 7 Uhr. Um 7 Uhr steht man auf. Domi, ich bin beruhigt. Ja, dann bin ich auch beruhigt, Michi. Also wenn du beruhigt bist, bin ich auch beruhigt. Was beruhigt dich so? Was ist denn so beruhigend? Pike wurde nicht genervt. Also sehr beruhigend, ja. Wundervoll. Also da schaue ich mir direkt die Patch Notes an zum Schlafen gehen, damit ich auch schön einschlafe. Auch wenn ich kein League of Legends mehr spiele. Ne, 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 ne. Kam dein Paket, Kaffa. Um 10 Uhr läuten es an. Der Postler ist da. Ich liebe Pike, no joke. Ich liebe Pike mehr als Trash. Oh, und weißt, wie ich Trash liebe? Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das heißt schon was. So, machen wir nochmal Holzbretter. Müssen wir nochmal auftanken hier. So, schwupps. Machen wir nochmal 10 Holzbretter. Eine zweite Schneidemaschine wäre auch nicht schlecht, weil das dauert schon ziemlich lang. Aber ich glaube, uns fehlt sowieso auch noch ein bisschen Code für das letzte Pflanzenbehältnis. Gib mir deinen Code. Sehr schön.
Oh, der Bus. Holzmichel. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Also Kondomi, du reizt dein Glück schon ein bisschen hinaus, oder? Der haut heute in die Pfanne rein, was der heute in die Pfanne schon reingehaut hat, der Kondomi. Ist doch egal, ja, aber es ist schon eine Leistung, dass du so viel Schnitzel zusammengebracht hast und das binnen einem Tag. Das ist schon heftig eigentlich. Michi, erstmal 300. Über 300 Schnitzel. Hier ist schon wieder so eine Käferei hier. Diese Käferei. Oh ja, gebt mir euren Schal. Wo ist Mama Marienkäfer? Beziehungsweise Frau Marien. Da ist sie. Frau Marienkäfer. Sieht ein bisschen aus wie Oma Marienkäfer. So, ich glaube, Code haben wir genug. Und dann auch noch ungerade, ich Trottel. Also ob 384 Schnitzel oder 385 Schnitzel ist auch schon wurscht. Und RIP, Michi, schämt euch, jedes einzelne Schnitzel ist verkohlt. Boah, stell dir vor, wie viele Sounds du machen hättest können. Ha. Wie viele Sounds. Wie sehr du mir am Sack gehen hättest können. Welcome to Pöbel. Ja, das würde ich auch sagen. Willkommen, Michi. Willkommen im Dreck. Na, na, na. Bazinga! Bazinga! Das tut mir wirklich leid! Vielleicht gewinnst du das nächste Mal! Ich nehme mal an, das war ein Reflux. Oh, heut kassierst du aber, Reflux. Ah gut, dafür hast du gestern ordentlich ausgeteilt. Muss ja auch einmal auch einstehen. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Oh shit! What? Du schäbiger Troll! Aber wisst ihr was? Ich kann auch so. Oh, Michi. Legendär. Legendär. Ja, danke dir, gell? Für 9 Euro. Bekommst das nächste Mal wieder einen Radler. Der Radler geht aus Haus, Michi. Na, na, na. Die, was mache ich die ganze Zeit? Ich bin so. Hier, das wollte ich. Ich suche die ganze Zeit die
Hier, Mobkiste, genau. Das will ich hier machen. Und bei Grünzeug kommt der Code rein. Hier, so. Und hier kommt das Fell rein. Schon ganz verwirrt. Ich habe da so eine spontane Idee, Tommy. Für Donation gibt's Schnitzel? Nein. Das gibt's nicht. Es tut mir leid. Du kriegst sie eh wieder schnell. Du hast sie eh schnell wieder rum. Ich meine, du hättest sie ja nicht verspielt, wenn es ja nicht wurscht gewesen wäre. Weißt du? Ich kenne dich ja, Michi. Gut. Jetzt brauchen wir noch Holzbretter und dann können wir das letzte Behältnis noch... Ich auch wollen. Robson. Danke dir. Vielen Dank. Hier, Prost. Stoß mal auf Wasser an, oder? Ist ja eigentlich schon irgendwie frech, mit Wasser auf, anzustoßen, oder? Schande über mich. Jetzt geht's aber los hier. Kondomi, danke dir. Und Michi, Michi ist wieder ein Schnitzel. Ein Schnitzel. Heute ja, mit am Wochenende mit Wein. Oh, sehr schön. Ja, das ist ein gutes Wort. So. Zack, das ist das letzte. Da haben wir noch einen Weizen. Dingsbums rein. Schwups. Ein Dünger brauchen wir auch noch. Zack. Zack. Und zack. Dann ist er auch versorgt. Perfekt. Und wir haben hier schon eine kleine Farm. Ich meine, es geht langsam voran, aber es geht voran. Und das ist ja das Wichtigste. Ich mache mir jetzt eine halbe auf. Habt ihr davon, immer übers Futtern zu quatschen? Gönn dir, Niena. Gönn dir. Es fehlen die Tiere. Ja, die kommen noch, Kondomi. Die kommen ja noch. Nur nichts überstürzen, ne? Nichts überstürzen. So. Jetzt wird erstmal der Brückenkopf gebaut. Der hölzerne. Da brauchen wir Hartholzdiele und Kupferrohr. Hartholzdiele. Ja, die wird man wahrscheinlich hier machen können. Und Kupferrohr. Mal Kupferrohr. Können wir hier machen. Wie viele Stück waren es? 3. Perfekt. Perfekto. Ups. So, dann machen wir wieder ein paar Bahren, würde ich sagen. Was? Working? Ach so, das war noch nicht fertig hier. Damit wir wieder Nachschub haben.
Dum, da, dum. Und wir werden ein bisschen Holz farmen. Wird schon wieder weniger hier. Unter 100 sind wir. Das geht so nicht. Ich lese nur auf Twitter Jungle Wind. Assassin's Rip. Gut, dass ich kein League mehr spiele, außer ich habe Bock auf Pike. Achso, ist so ein heftiges. Ist jetzt so ein heftiges Update kommen, oder was? Sind jetzt neue Patch Notes rausgekommen? Ich meine, du hast doch vorhin schon gesagt, Pike wird nicht genervt, aber. Genervt, aber. Punkt 2 ist rausgekommen jetzt laut Twitter. Okay. Das wird interessant dann, denke ich. Auch in der LEC. LEC. Das beobachte ich ja noch ein bisschen. Kennst mich ja. Du, 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 du. Baumfeld. Und ich habe alles übersprungen und geschaut, ob in dem Video Pike vorkommt. Mehr weiß ich nicht. Richtiger Pike-Fanboy. Aber zu deiner Verteidigung, er sieht schon witzig aus. Ich habe noch nie gespielt, also. Als ich aufgehört habe, gab es den da noch nicht. Aber so vom Dings her sieht er schon ganz witzig aus. Hat ja auch so einen Hook. Ist so ähnlich wie Trash halt. Also, ja, ähnlich. Naja, eigentlich nicht. So, wieder 364 Holz. Das passt. Gebt mir euren Code. Ein Tiercode, sehr schön. Da, 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 da. Der Kiva. Coole Mütze. Did you know that eating mostly fish can keep a slim body? Also. Look at me. Oh ja, ja, mit Erfolg. Was für eine Trollscheiße. Ach man. Ach ja, ich kann mit der Zone auch UFC schauen. Nur halt, glaube ich, keine Pay-Per-View. Oh, das ist auch nicht schlecht. Bin mal im Lurk, falls du gleich off bist. Schönen Abend noch und danke. Ich habe zu danken, Konomi, gell? Danke fürs Zuschauen und danke für den Sub. Aber wir sehen uns dann wahrscheinlich eh die Tage wieder, gell? Ja, Prost, Prost. Ein paar Schlücke sind noch drin. Sagen wir mal so, Domi. Last two games. 7-3-14 und 6-3-12. Hohoho. Ohohoho, wo zwei Devs aber beim Nexus am Ende waren. Ich sehe, der Herr ist bescheiden. Ich sehe, der Herr Rayflux ist sehr bescheiden. Wie eh und je. Na, ist nicht schlecht, ja.
der liegt dir dann anscheinend. So, die Dinger sind fertig. Gut. Hey, Rupted Corn, Abend. Servus. Ahoi, der Cool Boy ist wieder da. Wie geht's, wie steht's? Holzdiele. Das wird wahrscheinlich hier gemacht, ja. Wie viel Stück? 5 Stück. Hartholzdiele. So. Schwuppdibu. Außer Wochenende, ja. Ja, Kondome da. Ich weiß Bescheid. Am Wochenende hat der Rotwein deine volle Aufmerksamkeit. Oder anderes Zeug. Ich verstehe. Wir verstehen uns. Hätte ich halt in der Base gechillt, wäre es 6-1-12 geworden. Aber dann wärst du ein KDA-Player. Ein unehrenhafter. Das stimmt. Die Ulti ist ziemlich cool von ihm. Stimmt, stimmt. Dup, dup. 8 Stunden dauert das schon wieder. Das Ding. Skandalös. Alles gut. Ich sag ja immer, wenn es Kohl gibt, ist die Freude nicht fern. Wunderschön. Da lacht das Herz. Und mir geht's super, danke dir. Ich bin nur echt ziemlich müde. Ich glaube, ich werde auch jetzt Schluss machen. Ich werde Schluss machen. Ich werde hier noch ein bisschen einräumen. Zack, zack, zack. Wir haben gleich 3 Uhr. Ich will nicht, dass er umkippt. Gefährlich, gefährlich, was ich hier gerade mache. Sehr riskant. Leben am Limit. Komm. Und jetzt. Ab ins Bett. Perfekt. Gut, liebe Leute. Aber wenn ihr Bock habt, können wir noch eine Runde King of the Pit spielen. Und nur wenn ihr Bock habt. So, aber ich glaube, für das war's erstmal für heute mit My Time at Portia. Ja.